Okay. Ey, Daddy. Ja? Fang. Und was soll ich jetzt damit? Jetzt kommt meine Secret Tactic und jetzt hau ich dich, weil du es gefangen hast. Hat bei mir genauso gut funktioniert wie bei dir. Mhm. Man wird es demnächst das Frischlingsmanöver taufen. Na, ich sag mal, das könnt nur ihr machen, weil ihr halt dabei wart. Nein, wir waren nicht dabei, das war ja das Dumme. Stimmt, ihr wart ja gar nicht, ihr habt es ja nicht mal gesehen, Kacke. Ja. Na, da wird wohl ich nur drauf rumreiten können. Yep. In der letzten Folge. Habe ich einen richtig geilen Move gebracht, der hat nur leider nichts gebracht, weil wir die Würfel kacke sind. Die sind verflucht! Verflucht! Ich würde es ja anders ausdrücken. Du hast wie immer erfolgreich beim Nahkampf versagt. Das ist vom Spielleiter so gewollt. Hätten wir ja nichts mehr zu lachen. Ach so. Das ist geheime Absprachen. Jetzt kommt's raus. Naja, das liegt, haben da steht wir erfolgreich ein paar Leute vergast. Das obwohl steht, ich ja immer noch der Überzeugung bin, dass wir da, wie soll ich sagen, mit wärmeren Methoden hätten auch schön agieren können. Ja, aber wenn du Burning Man gefeiert hättest, da brauchst du ja echt viel Benzin. Wenn du das reingekippt hast, das riechen die ja schneller. Vielleicht machen sie dann eher was. Was denn? Weglaufen? Tür auf, raus. Ach so, ihr hattet die Tür zu. Haha. Ja, gut. Aber ich meine, wenn man irgendwo hingeht und so ein paar richtig verbrannte Leichen und Kinderleichen findet, ist halt gar nicht so geil. Dann weinen die Leute immer. Ich hätte die nicht gesehen, also zumindest die Kinderleichen. Na, aber irgendjemand dann. Hätten die gesagt, das war doch bestimmt Deli und TikTok, also Carbine und TikTok. Das erkenne ich doch. Nur die sind so geisteskrank. Ja, Ehre mit Ehre gebührt, ne? Das stimmt. Hat noch jemand etwas hinzuzufügen? Ich weiß, das wäre jetzt eigentlich der Moment, wo wir so lange warten, bis Lumi sich aufrafft, dann den letzten Spielabend zusammenzufassen, da er jetzt aber nicht da ist. Hat noch jemand etwas hinzuzufügen? Ja, ansonsten haben wir dann diese Chips erbeutet und weiß ich, gibt es noch viel zu sagen. Wir würden eine Menge Leichen hinterlassen. Erfolgreich. Ja, das du weißt ja, das Intro ist nicht dazu da, dass wir wirklich sagen, was letztes Mal war. Das ist einfach nur dazu da, dass wir irgendeine Scheiße labern. Von daher ist es okay. Ihr habt gewonnen. Und wir machen hier ein Intro? Er war, ich weiß auch nicht, warum ich den lustig fand, er war übelst schlecht, aber nein, gut. Ich weiß. Viel Spaß und bleib geil. Du schneid dich raus! Das tust du eh nicht. Das wirfst du mir immer vor. Aber ja, aber das weiß niemand, weil du das alles rausschneidest. Das stimmt. Und wenn nicht, ist es kein Vorwurf, sondern die Wahrheit. Also von daher. Weißt du was, wenn du so weitermachst, dann werde ich dich einfach so hart autotunen, dass man dich für ein 12-jähriges Mädchen hält. Den ganzen Spiel, das ist mir viel zu viel Arbeit. Wenn du doch nur ihn damit bestrafen würdest. Ihr seid im Auto. Ihr fahrt geschmeidige 12 Minuten. Guckt ein bisschen den Loot durch, dann kriegt Jojo einen Anruf, dann musst du die irgendwo absetzen und die hat dann hier Dinge zu tun. Und ich meine, das bisschen Kram, was ihr von dem Mädchen dabei habt, das kannst du ja erstmal zu dir nehmen oder so. Oder zur Gang bringen oder was auch immer. Wir bringen das zur Gang, damit die das nämlich sauer machen, gerade die Comlinks und so weiter. Ach so, na, ich meinte die jetzt ihren Störsender und so ein Shit. Ja, die Chips könnt ihr, bringt ihr hin und bei dem Rest sagen sie, könnt ihr behalten. Und TikTok kann ja auch die Comics schon sauber machen. Ach richtig, er ist ja fähig. Ja, ich bin fähig. Dann tu deine Magie und so. Hex. Das musst du Jojo nie sagen. Ja, siehst mal, wie fähig ich bin. Hex-Editor oder so ähnlich. Wie lange brauche ich für die Putzaktion? Das sind 9 Comlinks, ne?
Ja. Naja, bis ihr bei der Gang seid, da ist er schon fast fertig. Also keine Ahnung, nicht so lange. Da noch ein Viertelstündchen dranhängen oder so. Ja, können wir ja irgendwie unterwegs dann noch machen. Ja. So, Karban mich nicht aus dem Auto schmeißt. Nö. Lieb von dir. Ja, ich weiß. Ich warte, bis ich auf 180 bin und dann schmeiß ich was mit. Das geht auf dem Stadtverkehr nur immer so schlecht. Deswegen fahre ich jetzt Richtung Autobahn. Wenn ich dann die Flügel ausbreite, sprich die Arme, bin ich die hässlichste Hummel von Moskau. Aber auch nicht schnellste. Und platsch gegen die Windschutzscheibe von irgendeinem Brummi. Was der Fahrer immer sagte, mach mal den Scheibenwischer an, ich habe einen Decker auf der Windschutzscheibe. Schön. Tja, wo wollen wir den Krabbel hin? Den lassen wir erstmal im Auto, wenn er sauber ist. Ist nicht das Problem. Ja, ich fahre halt zu einem Parkplatz, von dem ich weiß, dass der nicht oder nur spärlich vom Video überwacht wird. Das ist ja relativ easy wahrscheinlich im schlechten Gebiet. Und dann packe ich das ganze Zeug halt in meinen Schmuggelbehälter, hinten drin. Ja. Und jetzt ist es relativ spät, richtig? So, keine Ahnung. 19 Uhr. Ja, das ist halt was zu essen. Super. Das sage ich auch so. Dann. Ja, jetzt halt was zu essen. Okay. Nehme ich hier an. Hab ich mir gedacht. Oh, was denn Bock? Das ist ja immer die gleiche Algengrütze. Mein Gott, da muss ich auch mal dran ändern. Sonst sterbe ich nicht an irgendwelchen Bleivergiftungen, sondern einfach an dem Essen hier. Willkommen in Moskau. Schöner Leben oder so ähnlich. Das kannst du bei Dr. Baryshnikov. Das Problem ist, der bietet keine Extremverdauung an. Aber da könnte ich... weil such du einfach aus, du kennst dich hier besser aus. Okay, ich fahre quasi zu einem Restaurant meiner Wahl, was sogar nicht ganz so schlecht ist, aber immer noch im bezahlbaren Rahmen. Also irgendeine Dönerbude wahrscheinlich oder so. Hast du gerade erst Restaurant und dann Dönerbude gesagt? Das ja! Na gut. Dönerbude in Moskau, na, Halleluja. Also wenn, es muss Döner geben, weil... die Woche sonst nicht funktioniert. Ich meine, wie habe ich meinen Kalender aufgebaut? Der ist ja dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wie soll das anders gehen? Eben. Ich sage nicht, dass das nicht gibt. Ich wage nur zu bezweifeln, dass das noch viel mit Döner zu tun hat. Ja, Moment. Doch, total viel. Ach, die haben die Teufelsrad tatsächlich aufgespießt und drehen sie über einem Teelicht, oder was? Na, ich sag mal, wenn du... Ich meine, draußen gibt's ein Schild mit Kinderdöner und drinnen hängt ein Kind am Spieß und dann schreiben sie mal was ab und dann kommt immer oder so, keine Ahnung. Da ist noch, der sieht nicht ganz so scheiße aus, das ist schon okay. Ich nehme großen. Ja. Ich nehme davon auch einen, ne? Ist ja klar. Und dann wird sich in die Ecke geflänzt, Bierchen dabei bestellt. Das Moskauer Hofbräu quasi. Moskauer Bier. Oh Gott, wenn ich da allein schon drüber nachdenke. Ja, egal. Und dann wird das ja erstmal lecker gegessen. Ich meine, wir haben ja nichts Schlimmes gemacht. Wir wussten ja nicht, dass da Menschen sterben. Was wir da tun. So, das ging ja ganz gut von der Hand, würde ich sagen. hat ganz sauber geklappt eigentlich. War ein bisschen hubbelig, aber ging. Ja, eben. Ist mal wieder angenehm, dass man sowas einfach mal so durchziehen kann. Gut. Könnte man noch mehr von machen, ne? Ja, kommt noch alles, was rumkommt. Also, diese Comlinks, die wir da haben, die könnte ich ganz gut gebrauchen. Ja, ich denke, das ist ja nicht das Problem. Also, das kann man ja wohl durchregeln. Also, aufgeteilt wird das später, wenn wir mal wieder zusammenkommen. Und, etc. So machen wir das jedenfalls immer, dass wir halt
entweder das aufteilen oder wir belagern das irgendwo für spätere Zwecke, wenn man es noch brauchen kann. Also wenn du irgendwas, Plan. Wenn du irgendwas von dem Zeug haben möchtest, kannst du jetzt quasi deinen Claim draufstecken und dann können wir mal drüber reden, ob du es kriegst. Jo, habe ich damit gemacht. Juti. Mit dem anderen Krempel kann ich nicht viel anfangen. Ah, da war noch eine richtig schöne Kniffen bei, du. Nö, über meine Samulet geht nix. Okay. Die macht Löcher so groß wie Elefantenpimmel. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal einen Elefanten gesehen hast, aber als ich das letzte Mal im Zoo war, waren Elefanten ziemlich groß. Ja, und das, was sich in den Beinen hängt, bestimmt auch. Ich habe noch nicht so genau nachgeguckt, aber aus der Ferne sah das schon beeindruckend aus. Okay. Entschuldigung. Langer Tag. Ja, ja. Ereignisreich vor allen Dingen. TikTok-Spiel wenn das ein bisschen AR rum. Ich glaube, ich habe da was. Hm? Eine Pilzfarm für zu Hause. Eine Pilzfarm? Ja. Willst du in die Drogendealer gehen oder was? Nee, nur zum Essen. Ach so. Was willst du denn da anbauen? Bitte was? Was willst du denn da anbauen? Was haben wir denn da? Champignons, Shiitake, so ein Krempel. Ja, du musst ein bisschen auf die entsprechenden Werte achten, dass du auch die vernünftige Erde kriegst, oder ist das gleich mit dabei? Das ist direkt alles mit dabei, das Zeug ist auf Stroh. Auf Stroh? Mhm. Also eigentlich so ein Klumpen Stroh, da ist Plastikfolie drum und dann machst du Löcher rein und da wachsen die Pilze aus. Ja, aber unter Erde kriegen sie besseren Geschmack. Ach. Pilze sind da hart im Nehmen. Ich sag's ja, ne? Ich hab's probiert. Zu Hause habe ich das Zeug auf Kaffeesatz gezogen. Das geht auch, das ist auch sehr nährstoffreich. Allerdings Stroh. Ich weiß nicht, da kriegt man immer nur diesen Scheißstroh und das ist echt nicht so hundertprozentig. Passt schon. Da ich das Ganze ja bei mir zu Hause machen muss, kann ich da jetzt schlecht irgendwie großartig Erde ausbringen. Ich kann ja schlecht mein Wurzmal pflügen. Nee, das packst du in alte Kartoffelkisten und so weiter. Und da packst du dann die Samen rein und das packst du dann halt wieder in eine andere Kiste, damit es schon dunkel ist. Und dann ist alles gut. Wie gesagt, ich kann das. Hab das schon zu Hause häufiger gemacht. Ach gut. Ja. Ja. Baust du noch öfter was an, oder? Bitte? Baust du auch noch andere Sachen an? Naja, haufenweise Gemüsekrempel und sowas habe ich gesagt, in der Heimat gemacht. Hast du einen Samen? Ein schöner Garten. Hast du noch Saatmaterial? Also ich meine nicht, das, nicht dieses geklonte quasi, was man nicht weitervermehren kann, sondern das Richtige. Nee, das hatte ich irgendwie nicht dabei, als er mich zusammengeprügelt hat. Hm. Naja, mir gehen, also ich bin immer auf der Suche nach neuen Quellen, weil zur Not kann ich dir welche geben. Ich habe Getreide, ich habe Kartoffeln, Karotten, aber die sind ein bisschen anfällig und so weiter und so fort. Ja, sind die auch zimmerpflanzentauglich? Ja, im großen Stil kannst du es natürlich nicht anbauen, aber zimmerpflanzentauglich sind die. Hm. Wenn du das mal brauchst. Also. Sagen wir es mal so. Ich kann mich dadurch ganz gut über Wasser halten. Klingt nach einem Plan. Gut, da müssen wir wahrscheinlich musst du noch ein bisschen hier warten, weil die Erntezeit ist ja noch nicht weg, was die Samen geht. Wegen, weitere Samen habe ich kaum. Beziehungsweise Saatmaterial. Ja, jetzt gucke ich einfach mal, ob ich auch noch was finde an Quellen. Kann man ja alles mal in der Matrix gucken.
Ja, ich bin dafür immer offen, sowas zu kriegen. Das ist nicht das Ding. Und ansonsten, wenn du mal zu viele Kartoffeln hast, mach ich dir ein 1A-Wodka draus. Ja, gut. Das könnte man machen, aber ich bevorzuge daraus eigentlich Lasagne etc. zu machen. Also nicht Lasagne, sondern Auflauf. Grateng. Grateng, genau. Mir fiel das Wort nicht ein. Asche über mein Haupt. Ah, wenn der Fachmann wieder an meiner Aussprache erkennt. Aber es geht hier alles. Cool, würde mich freuen. Also, wenn wir da mal zusammen quasi irgendwie was auf die Beine stellen könnten. Klar, immer gern. Also ich bin ja dabei, das mehr oder weniger zu automatisieren, soweit das geht. Weil ich habe ja durch meinen Job auch nicht immer so viel Zeit, nicht wahr? Ja, wie soll ich sagen? Das Laufen steht immer dann an, wenn man es gerade nicht gebrauchen kann, ne? Das was? Das Laufen. Ja, das stimmt. Da hast du wohl leider recht. Allerdings ist das immerhin noch meine Hauptaufgabe, also von daher. Hauptaufgabe. Meine Hauptaufgabe, also quasi mein Hauptlebensunterhalt. Irgendwie muss man ja über die Runden kommen. Na gut. Ich sag mal so, um besser mit was anderem zu verdienen, muss ja auch, sag ich mal, Dinge drauf haben, da gehst du eigentlich nicht mehr laufen, ne? Das ist richtig. Macht man ja nicht zum Spaß. Sondern nur, weil wir in der Schule wieder nicht vernünftig aufgepasst haben. Wer hat denn da auch schon früher aufgepasst? Wir waren jung und brauchten das Geld. Richtig. Ist gut, dass es einfach zwei Typen sagen, die vermutlich nie an der Schule waren. Jupp. Ja. Aber das muss der andere ja nicht wissen. Ja, ja, deswegen sage ich das ja. Also, Wanderzart, bei der Chipübergabe wurde TikTok natürlich bezahlt. Ah, ich wurde bezahlt. Ja, genau. Was gab's denn? Na, Jojo hatte dir 750 versprochen. Und die gab's dann auch, ja? Ja. Trage ich das mal eben ein. Obwohl, warte mal, hatte die überhaupt Zeit, mit denen darüber zu reden? Hatte sie vermutlich gar nicht. Nee, du hast 1000 bekommen. Das ist auch mal nett. Schön, nehme ich auch. Kein Beklagen. Mehr Geld nimmt man immer. Aber bei deiner Automatisierei kann ich natürlich auch helfen, ne? Programmieren und so was, kein Problem. Ja, es ist jetzt eher eigentlich was relativ Simples. Es waren nur Sensor, ob der Boden feucht genug ist oder zu feucht ist und dann tröpfelt da Wasser hin. Also viel mit Programmieren ist da jetzt auch nicht. Und ja, pass mal auf, du. Baue ich dir noch einen Toaster ein und eine Cyber-Kaffeemaschine und ja, eben. Brauche ich alles gar nicht. Das Zeug soll wachsen. Eine Cyber-Kaffeemaschine, das ist. Na, glaub mir, ich habe einen ziemlich guten und autonomen Kaffeeautomaten. Das so autonom kriegt das wahrscheinlich keiner so schnell hin. Meint er jetzt in seinem jugendlichen Leichtsinn? Ja, meine ich jetzt. Ich bin mir da ziemlich sicher. Okay. Vielleicht werde ich dir dann irgendwann mal zeigen, dann wirst du ein bisschen, ja, dann darfst du dir das angucken, aber das Ding ist eine Meisterleistung. Der ist gut. Herrje, jetzt tut er fast, als hätte er das alles Kolumbus gelegt. Ich habe den nicht programmiert, ich habe das nicht gemacht, also ich bin da nur Nutznießer. Achso. Du hast das Ei des Kolumbus ausgegraben. Ich würde es nicht ausgegraben nennen, aber ja, passt schon ungefähr. Ist ja auch eigentlich kein Ei. Und das rechne ich von Kolumbus, oder? Nee, das ist richtig. Siehst du.
Warum auch immer dieser Kolumbus Eier legen sollte. War Portugiese, also von denen kannst du alles erwarten. Na dann. Nini. Mit den Portugiesen habe ich nicht viel am Hut. Ich auch nicht. Deswegen erwarte ich, dass sie Eier legen. Mir wurde noch nicht das Gegenteil bewiesen. Europäer halt. Ja. Ne, was ich zum Beispiel zu Hause gebastelt habe, war eine Algenzucht. Und dann auf diesen Algen konntest du dann den Krempel anbauen. Eine Algenzucht, um darauf vernünftige Lebensmittel anzubauen? Ja. Getrocknet sozusagen als Substrat. Okay. Ja, das untermischen oder vernünftigen Kompost zu benutzen. Könnte man tun. Was mir noch fehlt, sind, wo wir gerade bei Eiern waren, entweder Hühner oder Schweine. Eieiei, Platz war schon ganz ein Bauernhof, ja? Hühner wären echt praktisch, weil das würde doch durchaus lukrativ sein, denke ich. Lukrativ in Form von willst du jetzt auch noch unter die Lebensmittelhändler gehen? Wieso soll ich das nicht tun? Okay, war nur eine Frage. Das klang erstmal nach Eigenbedarf. Nein, lieber Spielleiter, keine Schafe, die Roger hüten kann. Dafür ist Roger viel zu wertvoll. Pass mal auf. Was soll dem denn passieren? Den beißt so ein Schaf doch tot. Der stellt sich so in den Weg, so, wuff, du kommst hier nicht lang. Aus dem Weg, du blaues Ding, batsch. Ey, du Schlampe, wo ist meine Wolle? Wenn du nicht gleich was wachsen lässt, Alter. Die werden, die Schafe werden sich wahrscheinlich denken, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das? Das gehört nicht zu unserem Clan, das Ding ist blau. Nein, der kommt dann an. Wenn du morgen nicht die scheiß Wolle hast, Alter, morgen 10% mehr oder ich breche dir die Kiefer. Das ist Roger, ich meine, das ist der Trauch von seinem Herrchen. Ja, Roger ist etwas diplomatischer. Achso. Er ist schließlich kein Waschbär oder so. Sophisticated. Ich bin ja dafür, dass wir Roger mal in so einen Bodyshop mitnehmen und dann so ein paar Kunstmuskeln, Haifischgebiss und ähnliches einbauen. Wagt nicht, meinen Hund anzufassen. Flammenwerfer. Aus dem Pöter. Er ist so gut, wie er ist. Er muss nicht modifiziert werden. Er hat das niemals auch von deinem Penis, oder? Ich bin davon fest überzeugt. Achso. Dr. Baryshnikov sieht das anders. Aber das ist was anderes. Nee, der Hund ist so gut, wie er ist. So natürlich, wie er auf die Welt gekommen ist, soll er auch bleiben. Ah ja, so natürlich, wie er in einem Genlabor mit blauem Fell gezüchtet wurde. Ich eben. Ja, gut. Ich bin fast beeindruckt. Und hab ein bisschen Angst. Aber sag mal, hat Kaban wirklich vor, sich einen Bauernhof zuzulegen? Weil... Ja, nee, nicht wirklich. Also nicht in der nächsten Zeit. Nicht so direkt. Weißt du, wie kompliziert und schwer das wird, das zu verheimlichen? Deswegen sage ich das ja. Auch die Haltung. Da wäre es also mit einer Agrikulturfabrik schon eher dran. Sozusagen Virtual Gardening. Schon, aber... Also, so ein kleines Kaninchen, das macht keine Arbeit. Sagt das er stimmt. Jetzt. Ich sehe das schon, wenn er wieder kommt. Hey, Kaban, der Johnson hat angerufen, wir brauchen dich mal hier. Ja, nee, ich muss erst den Stall ausmisten. Vorher komme ich hier nicht weg. Dann muss ich Roger noch gassiv gehen und zum Hundefriseur. So ein kleines Kaninchen, das macht keine Arbeit. Das wäre so toll, wenn ihr mir das schenken könnt, tut. Ich mag Elsterglanz. Yep. Oh je.
Kommen wir aber jetzt zu etwas völlig anderem. 7. Sticht. Faszinierend. Jo. Nee, was wolltest du haben? Was willst du sagen? Hast du denn schon, wie soll ich sagen, eine Parzelle für deinen Bauernhof? Nee, weißt du, wie kommt die zu? Also, ich habe einen kleinen Dachboden, wo ich halt was machen kann, aber da kriege ich keine Hühner und so weiter runter. Das ist ein bisschen nie wahr. Das könnte ein bisschen an der Wohnqualität knabbern, ja. Definitiv. Das kommt immer so geil, wenn der so, wenn du dann irgendwie am Kaffeetisch sitzt, dann tropft dir selbst die Hühnerscheiße, die so durch die Bohlen gekommen ist, in den Kaffee rein. Das ist der Traum eines jeden Landwirts. Traum eines jeden Landwirts. Nee, also das, da muss man dann schon aufpassen und dafür fehlt mir momentan noch das finanzielle Background, um das in die Wege zu leiten und das dann auch vernünftig zu verstecken. Wäre vielleicht so ein bisschen Indoor vielleicht interessanter. Irgendwo eine olle Lagerhalle oder sowas. Ja, genau. Das Problem ist, eine olle Lagerhalle muss man natürlich auch erstmal irgendwie dazu kriegen, dass sie quasi nicht ausgeräumt wird. Na, hast du auch bei Jojo eine Gang. Die kannst du sogar in Naturalien bezahlen, bin mir fast sicher. Ja, nee. Also, das ist ja schon, also, das ist nicht alles so einfach. Wenn das alles so einfach wäre, würde es ja jeder machen, oder so lukrativ wäre. Ja, wohl, erstmal kleinere Brötchen backen, ne? Eben. Außerdem muss man immer ein genug Saatgut rankommen, damit man eine vernünftige Vielfalt hat. Naja, ich werde ja mal gucken, ob ich was finde. Diese ganze genveränderte Scheiße, dass du sie nicht nachziehen kannst, ist echt kacke. Und Absicht. Ach. Ja, das hätte ich Aztec jetzt nicht zugetraut, dass die so fies sind. Niemals hätte ich denen das zugetraut. Aztec ist doch das Beste. Die sind gut, aber nicht nett. Das ist der semantische Unterschied. Die sind auch nicht gut. Also was die manchmal so auf den Essensmarkt reinbringen, das ist ja Wahnsinn. So. Außerdem haben sie Lieferschwierigkeiten. Ja. Selbst dieser leckere Säuburger hat mittlerweile einen erhöhten Preis. Ja, und das, was sie so anbieten, das ist ja... Nee. Nee. Wie kommt es eigentlich, dass du Gärtner bist? Also, Urban Gardening betrieben hast? Hobby von mir. Ja, das habe ich mir gedacht, aber das passt jetzt eher weniger zu dem, was ich weiß, was du kannst. Ach, nur weil ich sonst in der Matrix rumflitze, meinst du, kann ich nichts mit Blümchen anfangen, oder was? Geht, das ist wahnsinnig schlimm für euch, sowieso vor die Haustür zu gehen, oder? Pass mal ob doch. Tue ich auch. Auch noch ein neues Bier. Bitte? Auch noch ein neues Bier. Aber gerne. Gut. Ich gehe kurz noch einmal in die Theke, hole noch zwei weitere Bier. Und dann setze ich mich wieder. Beziehungsweise nehmen sie mir aus dem Kühler, der halt auf dem Heimweg zur Theke steht. Aber ich sag's einfach mal so, da wo ich aufgewachsen bin und Großteile meiner Zeit verbracht habe, war das Futter auch nicht viel besser, weil es im Markt gab. Ist ja eh alles die gleiche Kacke. Ja, das ist richtig. Dementsprechend. Ja, ist trotzdem relativ ungewöhnlich, ne? Ich sag mal so, ich bin hier relativ weit auf weiter Flur damit alleine. Es gibt den kleinen erlesenen Club, sag ich mal, aber die mit denen habe ich nicht so allzu viel zu tun. Das sind nämlich eher so etwas anarchische Leute, die das auch betreiben.
Naja, aber war auch, sag ich mal, sehr interessant, was so technisches Gedöns da angeht. Das ist halt, sag ich mal, weniger unter freiem Himmel auf dem Feld, sondern eher gesagt so vertical und so ein Krempel. Auch wenn du mir das wahrscheinlich wieder nicht glaubst, weil ich ja eher vertikal, Ja. naja. Du hast ja gewisse Defizite, sagst du. Ja, eingeschränkt bin. Aber es gibt diese Erfindung, die nennt sich Klappleiter. Ernsthaft? Ja. Nicht auf Rädern? Nee, zum Klappen. Also kannst du doch oben an der Wand quasi eine Leiter an die Decke hängen mit einer Schiene, wo du drüber herfährst. Ist doch viel einfacher. Jetzt komme hier ich, der Nicht-Techniker, und muss dir sowas erzählen. Ja, so große Ausmaße, dass ich sowas gebraucht hätte, hat es nie genommen, aber. So. Naja, das ist alles so eine Frage des Maßstabs, ne? Was hast du noch angebaut außer Pilze? Und Soy als Grundlage? Naja, wie gesagt, mein Moonshine war immer sehr beliebt. Also Kartoffeln, ne? Lassen wir es Zum einfach bei Kartoffeln. Beispiel. Ah, ich glaube, ich habe noch ein paar auf Lager. Wie viel brauchst du für wie Kilo? Ich sag dir eine Zahl. Spielleiter, habe ich diese Zahl noch auf Lager an Kartoffeln? Na klar. Sehr gut. Habe ich dann noch genug, um noch weiter davon leben zu können? Beziehungsweise halt, ne? Wie Ja, groß ab wäre... und ich meine, du lebst ja eh nicht davon, um dir ab und zu mal Ja. was Kleines zu gönnen. Also ich meine, das wird deinen Bestand schon bestimmt zu 2/3 verzehren. Oh. Ja, dann sag ich ihm das auch so. Das wird meinen Bestand echt schon so arg dezimieren. Wie kriegen wir denn da raus, wenn wir das machen? Spieler, wie viel kriege ich da raus? Na hier, 3 Liter feinstes hier Bräu oder so, oder? Nee, mehr müssten das doch sein. Mehr. Kannst ja nicht so wenig auf einmal machen. Na hier, keine Ahnung. Ein Eimer? Was ist denn deine Zahl? 20 Liter? Ein echt großer Eimer. Ja. Ja. Ich kenne mich in der Alkoholherstellung nicht aus, nur in Ich der nicht. Alkoholweiterverarbeitung, also jetzt im Konsumation. Körper. Nur ein bisschen noch ein paar Teile haben. Ein bisschen frickeln, ein bisschen basteln, aber es passt schon. Ja gut, diese Teile kann man ja besorgen. Das ist ja, ich sag mal so eine Destille ist ja nicht weg, nicht wahr? Ja, es ist keine Raketenwissenschaft. Nun, vor allem, die kriegt man ja wohl, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus dem Topf hin. Also ein bisschen Drucktopf, ein bisschen das und das. Das kriegt man hin. Ja. Wollen wir im Baumarkt? Baumarkt klingt gut. Gut, also wir müssen. Du kannst den Drucktopf am besten online kaufen, glaube ich. Im Baumarkt brauchen wir Schläuche. Was brauchen wir noch? Hast du eine Anleitung von so einem Ding? Nee. Na gut, dann geht mal rüber, dann schauen wir mal, wo wir was herkriegen. Schicke ich ihm mal, ja. Sehr gut. Kriegst alles aus dem Baumarkt, also. Selbst den Drucktopf? Den Ja, klar, Dampfgarer ne, quasi? ja, ne, aber sicher. Na, oh, ich liebe solche Baumärkte. Die wissen was. Die sind wahrscheinlich in der Abteilung Destillen. Die sind in der Abteilung, wir haben da sowieso alles. Leck mich doch am Arsch. Genau. B. We have everything. Fuck off. Ja. Im Gang Spielleiterwillkür. Give me your money. Da ist es ungefähr. Gut. Dann tüdelüdeln wir los. Ihr seid angetüdelt. Ja, Ich könnte kotzen. Ja, ihr habt alles. sehr gut. Ausgezeichnet, endlich wieder Mondschein brennen. Ausgezeichnet, coole Sache. Männer im Baumarkt. Jep. Naja, Moment. Das geht meistens schief. Ich meinte, mich hat echt nur der Plural verwundert. Ja, er ist alt genug. Auch wenn er die körperlichen Maße nicht hat. Dafür kann ich im Einkaufswagen sitzen. Das stimmt. Uff, wenn er das unbedingt will, schiebe ich ihn durch die Gänge. Das ist nicht das Problem. Geil!
Manche würden sagen, das sind würdigend, aber das sind einfach Vollidioten. Naja. Geht schneller, muss nicht so weit laufen. Ja, die armen Füßchen haben heute genug gemacht. Das stimmt. Ah, Kletterparadies. Moskau. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen eine Heizung, eine Bremsblase. Hoffnungsgehälter, okay, das ist ja easy. Ja, da vorne habe ich Kochplatten gesehen, die sahen ganz gut aus. Ja, kennst du nicht diese selbstkochenden großen Töpfe? Ja, 50 Liter Töpfe, die, aber die überhitzen leicht. Dann macht dich der schöne Spritz so blind. Na. Ah, den Thermostaten brauche ich da nicht. Doch, der Thermostat wäre ganz cool. den muss man nur innen drin bauen, oder? Hör auf den Chef, dann passt das. Wie willst du das denn, wenn du das nicht mit dem richtigen Thermostat machst, wie willst du das denn machen? Nochmal. Pack den Thermostat wieder in den Einkaufswagen. Ja, gut. Machen wir halt so. Ja, wie willst du das denn sonst machen? Nach Gefühl oder was? Nein, aber wenn du schon mit der richtigen Temperatur sozusagen von der Herdplatte her kommst, dann passt das besser. Ja, das schon, aber so viel Schwund im Rohr. Du kannst, hier siehst du an dem Topf, kannst du die Temperatur einstellen. Die ist ziemlich exakt. Aber das ist ja nur ein Kontrollmechanismus. Sicher ist es das. Wieso? Und für 10 Nuyen sollte man nicht übertreiben. Ja, und wenn der nicht richtig funktioniert, sollst du das Zeug. Wie soll denn jetzt ein Thermostat quasi dafür sorgen, dass es nicht richtig funktioniert? Nein, der Thermostat konnte nicht richtig funktionieren. Ja, das können wir ja testen vorher. Und ich glaube, dass sollte eigentlich geeicht werden. Sollte sowieso vorher einmal überprüft werden, ob die ganzen Sachen funktionieren, die sie tun. Ja, und machen wir das. Ja, puh, wenn du meinst, dass du das ohne Thermostat hinkriegst. Schon. Die Kerntemperatur von dem Gesöff zu halten. Ich will ja mit Thermostat, aber halt dann auf einer Kochplatte. Die hat ja auch ein Thermostat drin, ne Schwamm? Ja, yeah, aber deswegen nimmst du ja zwei, um das zu kontrollieren. Ob halt auch der Kerntemperatur der entsprechenden Heiztemperatur angemessen ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Töpfe gibt, die den Thermostat eingebaut haben und die sich mit der Matrix dann mit der Herdplatte so verbinden. Dass du an der Herdplatte einstellst und dass der, weißt du, der gibt dann Meldungen, Temperatur ist noch nicht erreicht, mach mal mehr Hotness. Genau, das wollte ich haben. Ja, so. Machen wir es so. Easy. Da muss schließlich über eine lange Zeit quasi dieselbe Temperatur haben. Easy. Gut, dann basteln wir uns das Ding mal. Jo. Ein bisschen Kupferrohr, ein bisschen Schlauch, ein bisschen Gedöne, dann passt das. Ja, bei wem macht ihr das eigentlich? Bei ihm. Ich bin mir ja nicht sicher, wie das, also ich meine, du willst in seiner Bude stehen und dann noch so ein Ding da stehen haben, das braucht ja doch ein bisschen Platz. In meiner nicht. Wenn Urbs an die Gerätschaften kommen über die Matrix, bin ich am Arsch. Na warte doch mal. Dann kann das doch gar keiner mehr trinken. Hoch oder tief? Hoch. Na, bei TikTok ist gerade noch so genug Platz. Läuft, es braucht ja auch nicht so viel. Ja, ein bisschen ja schon. Und er ist Bude klein. War, wie gesagt, ja, aber die Bude war auch, wie gesagt, eher... Dann hätten wir dem noch quasi... wir bauen uns extra ein
Unterhängeregal an die Decke quasi. Sodass es halt quasi über seinem Bett schwebt. Dass wenn es dann explodiert, dann er auch richtig am Arsch ist. Joho! Ich wollte gerade sagen, über dem Bett, na Jutti. Naja, halt so, dass es halt ihn nicht direkt umbringt. Aber halt, ne, dass es halt nicht im Weg steht, im täglichen Doing. Na, ihm sowieso nicht, wenn es an die Decke pappst. Eben. Ich möchte ja auch nicht, das passt schon. Möchte ja auch nicht den Künstler, der dieses Ding da zusammengeschraubt hat auf deinem Bild-Deli, schlecht machen, aber das kann man kompakter bauen. Sicher kann man das kompakter bauen. Das war nur eine sehr schöne Homemade-Aktion, die ich gerade bei Google gefunden habe. Ja. Und ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus, für was selber zusammengefrickelt ist. Ja, du könntest halt nur das Kupferrohr zum Beispiel rollen, ne? Jojo. Aber er hat immerhin einen Testo-Thermostat, das spricht schon für Qualität. Ausgezeichnet. Gut, wir setzen uns zusammen und basteln das Ganze. Jo, genau. Dauert eine Weile und dann habt ihr das gebaut. Sehr gut. Dann testen wir mal den Thermostaten und ich hoffe, er arbeitet zufriedenstellend. Es sind übrigens noch zwei Sixpacks Bier mit reingekommen ins Auto. Also in den Einkaufswagen. Dementsprechend können wir währenddessen noch gemütlich eintrinken. Nicht übertreiben, aber gemütlich. Ja. Treibstoff für den Bau. Genau. Sehr gut. Ja, das funktioniert schon alles. Gut. Während er die letzten Einstellungen macht, fahre ich los und hole den Kartoffelbrei. Jut. 1, 2, 3 Kartoffelbrei. Hex. Du brauchst ein bisschen länger als erwartet, weil es wohl eine kleine in dem D-Gebiet in Donskoy gab es wohl eine kleine Revolte und die Polizei verstopft ein bisschen die Straße und hat ein paar abgesperrt, weil sie halt wieder für Kontrolle gesorgt haben. Ich schau mal kurz in die Matrix, was war denn das für eine kleine Revolte? Was sagen denn die einschlägigen gekauften Medien und was sagt so Papiere der Untergrund, der Antifa und so quasi? Okay, das war ja überhaupt nichts. Das war eine kriminelle und kleine ausländische Minderheit von Orks und Trollen natürlich auch, die da einfach im Bestreben, dem Vaterland zu schaden, das Eigentum zerstört haben und die, obwohl die ja dort drin übelst gut versorgt werden und alles, einfach randalieren. Und Untergrundpapers, Freundchen, da, wie wär's denn mal, also du hast da sowas ja nicht. Du kannst ja mal eine Datensuche machen. Ja. Tue ich jetzt auch. Warte. Show me your genitals. Ja, tue ich jetzt auch gleich. Ich bin da nämlich richtig gut drin. Datensuche war vom Computer, ne? Und Intuition. Ich hole schon mal tief Luft, damit ich dann richtig laut Dr. Baryshnikov sagen kann. Ich habe mir Erfolg, so. Dr. Baryshnikov ist schuld, weil der hat nämlich durch die Exporte von nicht funktionalen Verhütungsmitteln in diese Gebiete unter dem Deckmantel der Nettigkeit dafür gesorgt, dass A, Leute sich Krankheiten zugezogen haben und B, dass echt die ganzen Leute schwanger sind und da ist einfach alles ausgebrochen. Also das sagen die einen. Die anderen sind natürlich viel klüger. Die haben ja gecheckt, dass in dem D-Gebiet ausländische Spione sind, die quasi die Stadt von innen her zersetzen wollen. Das Ganze ist von Ares aus delegiert, denn Ares will endlich einen Fuß in Moskau rein. Also entweder Ares oder der Japanoblock, da ist man muss ja auch nicht die Kinderkacke, also ist ja alles das Gleiche, ne? So, das sind die Hauptströme. Und dann gibt's noch andere Sachen, die sind noch ein bisschen ausgefallener. Also man hat auch die Vermutung, dass über das Trinkwasser, was ja die D-Gebiete extra kriegen angeblich, keiner weiß es genau, dass da Zusätze quasi gedingst wurden, damit die Leute quasi aggressiv werden, Psychosen erleiden und dann Moloko einmarschieren kann, um quasi die Ordnung wieder, also die Polizei zu unterstützen, um die Ordnung wiederherzustellen und zu zeigen, wir haben das alles im Griff. Finde ich jetzt plausibel.
Das mit dem Trinkwasser. Also eigentlich nicht. Aber da könnte natürlich was dran sein. Ich speichere mir mal die Link zu diesen einschlägigen Seiten ab, damit ich das nicht nochmal suchen muss. Damit ich jederzeit super informiert bin. Bist du sicher, dass nicht auch an Dr. Baryshnikov was dran sein könnte? Möglich, dem traue ich alles zu. Allerdings, wie lange ist die Sperrzone drin? Ja, sie haben erst mal 18 Stunden irgendwie. Nee, ich meine die Mauer, seit wann gibt's die nochmal? Ach so, na, seit, boah, keine Ahnung, Anfang des Jahres irgendwann? Nee, warte. Also noch keine 9 Monate, sagst du. Alter, wo du... Es muss irgendwann vor so 4-5 Monaten gewesen sein. Glaube ich, kann ja sein. Da können die noch nicht alle schwanger sein. Obwohl es ein bisschen länger ist. Ist egal. Also so schnell ist ja. So schnell wird die Hälfte der Bevölkerung nicht schwanger. Dementsprechend kann das durchaus mit Auslöser sein, aber nicht ganz so. Ist es wahrscheinlich nicht ganz so plausibel. Wie das vergiftete Trinkwasser. Das ist plausibel. Gut. Ja, wird sich abgespeichert im Hinterkopf. Und dann hole ich den Scheiß und fahr zurück. Danke. Währenddessen. Ja. Mache ich auch mal kurz eine Datensuche. Wegen Kavans Frage nach irgendwelchem Saatgut. Ja. Haha, du bist fast genauso schlecht wie ich. Trotzdem besser. Na, es werden sich konstant halt immer mal ein paar Möglichkeiten auftun, was zu bekommen. Hauptsächlich halt nicht vermehrungsfähiges, aber das dann halt zu einem sehr, sehr guten... Also jetzt in der Situation jetzt gerade natürlich nicht, ne? Aber es gibt halt so ein paar, wenn mal was über ist, was schnell quasi ausgebracht werden muss oder sowas, oder wenn Kleinhändler, die sind die Straße lang gelaufen und da ist was vom Laster gefallen, solche Möglichkeiten hast du dir vorgemerkt, aktuell ist gerade nicht so geil, also halt, weil es ja eh alles nicht da, aber du kennst Orte, wo man fragen kann, Personen, die man mal anschreiben könnte und auch tatsächlich Unternehmen, die ab und zu mal was verkaufen, wenn es gerade passt, zu guten Preisen halt. Mhm. Und sein Spezialwunsch? Mit vermehrungsfähig? Ja. Sieht echt schlecht aus. Ach du Kacke. Tja, da geht's wohl raus, die Rauke pflücken. Das ist auch eine gute Idee. Ich bin mal ganz kurz hier Dings. Ja, sei doch Dings. Viel Spaß. Ja, als ich dann quasi zurückkomme, ist es auch ganz einfach. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Gab mal wieder einen Aufstand in der abgesperrten Zone hier. Irgendwas wohl. Angeblich ja irgendwas von Trinkwasser, irgendwas im Trinkwasser oder aber zu viele Schwangerschaften auf kurze Zeit und die haben wahrscheinlich dann Nahrungsprobleme, was das angeht, um die Kinder zu versorgen und drehen jetzt gerade alle völlig ab. Irgendwie sowas. Ja, ja, irgendwann ist es immer. Genau, also. Wäre mal zu interessant, da mal wirklich mal zu spielen, was da wirklich abgeht, aber da kommt ja niemand rein und raus. Ich fürchte fast, du kommst sogar noch rein. Also raus könnte noch ein viel größeres Problem werden. In der Tat. Wie gesagt, und ich würde gerne das mal wirklich da rein und dann wieder rauskommen, ja. Also wenn so lange ich wieder rauskomme, ist alles gut. Na denn. Die Möglichkeiten für die Geschäftsfelder sind, glaube ich, unermesslich. Naja, ist die Frage, wie viel Geld die Jungs da haben noch, ne? Naja, die Jungs, die da gewisse politische Interessen dran haben, haben da wahrscheinlich ganz andere finanzielle Möglichkeiten. Wenn man einen vernünftigen Weg rein und raus hätte, der nicht gerade über spezielle Leute geht. Eben. Ich fürchte, da bezahlst du auch wieder mit so Sachen wie die Seele deines Kindes oder so. Vermutlich. Zum Glück habe ich noch keins. Glaube ich. Hat sich jedenfalls auch keine beschwert. Ja, auch bei mir ist an der Front auch Ruhe. Sehr schön.
Also hier, Kartoffeln. Wir müssen Kartoffeln schälen. Na dann, ran an die Buletten oder so ähnlich. Genau. Buletten hätte ich auch bald wieder, denke ich. Echt? Ja, mal sehen. Es kommt hin und wieder mal was rein. Ich merke schon, der Mann weiß zu leben. Ja, definitiv. Den ganzen Säugkram kannst du nicht auf die Dauer aufkassen, aber du bist ja, bist ja krank. Dann ja. Sieht man nachher so aus wie du. Glaub mir, ich sehe mit jeder Ernährung so aus. Ja, ein bisschen mehr auf die Rippen konntest du wohl vertragen. Ja, ich weiß nicht. Aber wird man nachher so unbeweglich. Außer es geht bergab. Ich meinte Muskeln. Fängt der damit an? Ja, was? Poke, poke, so schön mein, so von oben so auf die Schulter. Der ist nicht viel. Ja, das Problem ist, noch hat die Matrix keine Möglichkeit gefunden, gleichzeitig die Muskeln zu trainieren. Na, also wenn du da ein paar Elektronen anschließt, dich in so ein Gelbad setzt und dann, ne, mal ordentlich zucken lässt, vielleicht. Ordentlich zucken lasse ich es woanders. Ja, keine Ahnung, da kannst du bestimmt irgendwie, sind ja auch nur Nervenbahnen. Ja, wenn du da was Vernünftiges haben willst, von diesen Tanks, du, da bist du auch wieder zu viel Geld los. Das stimmt, scheißen teuer, aber wenn du da quasi das richtige, den richtigen Einbau hinter einen raus, dann hast du auch vernünftige Muskeln. Meinst du, willst du mich jetzt noch zum Sammy machen oder was? Ja, kannst du natürlich auch ein schmaler Hans bleiben. Na, so schmal bin ich ja auch wieder nicht. Unsere Art wird halt nicht so breit wie so ein normaler Zwerg. Eure Art? Yep. Was soll das denn jetzt heißen? Naja, meine Rasse nennt man einen Gnom. Aha. Naja. Da wird kein Troll draus. Das ist richtig, aber ein halber Zwerg ist also ein Gnom, okay? Ich dachte, das wäre einfach nur abfällig für Zwerg. Ja, nee, das, da gibt es feine Unterschiede. Die da werden? Naja, ich Gnom, Zwerg, was anderes. Du bist klein. Gut, du bist nicht behaart, aber ne, du bist klein. Du bist ein Zwerg. Ja. An sich schon, aber doch irgendwie auch wieder ganz anders. Okay. Wenn du das meinst, ich habe davon keine Ahnung. Ich bin auch eigentlich eher nicht so einer, der Menschen in Rassen aufteilt. Auch wenn Menschen das, also richtige Menschen, in Anführungsstrichen, das gerne wollen. Aber denen gebe ich gerne aufs Maul dafür. Ja, ich fange jetzt auch nicht mit der Humaniskacke an, aber ne? Bevor du jetzt von mir erwartest, dass ich noch irgendwie groß wachse oder so. Nee, das habe ich bei dir schon lange aufgegeben. Schön. Ich will ja nur keine Träume zerstören oder aufkommen lassen, bevor sie zerstört werden oder sowas. Ja, aber ich dachte jetzt eigentlich nur so, dass du eventuell mal, wenn du ein bisschen Sport treibst, ein bisschen muskulöser wirst. Ach, fängt der jetzt auch noch damit an. Ja, puh, keine Ahnung. Wenn du sagst, das ist nicht, dann gibt's das nicht. Aber ihr Hacker seid immer so komisch. Ja, die Sammys sind halt auch da so komisch. Weißt du auch so sagen, hör mal, kannst du dich auch mal an den Computer jetzt ein bisschen programmieren lernen? Dann musst du nicht jedem, weiß ich, Schloss und jedem Lichtlein schreien, hey, Decker, mach mal. Nee, lieber pumpen gehen. Ich kann mit Computern umgehen.
Ja, aber Grenzen sind halt, ich kann auch laufen, ich kann mich auch bewegen. Nur bei uns beiden sind an beiden Stellen die Grenzen schnell erreicht jeweils. Ja, aber ist das denn überhaupt gesund, so die ganzen Tag noch vor dem Computer zu sitzen und so? Also, ne, ich meine, schau dich mal an. Ist das gesund, sich mit jedem Arsch zu prügeln? Ich lebe noch im Gegensatz zu den anderen. Außerdem prügel ich mich ja nicht mit jedem. Gut, jedem dahergelaufenen. Du brätst auch nicht jedem dahergelaufenen Computer die Chips durch. Das mache ich sowieso nicht, das hat keinen Stil. Ich wrecke kein Equipment. Na, wenn's hilft. Nee, das machen nur Idioten. Ja, das hat keinen Stil. Nur besser ist es, die Leute rausfinden, wo die sind, den aufs Maul zu hauen und das Equipment Höhe zu nehmen. Da gebe ich dir recht. Lieber programmiere ich das Ding um, dass es mir dient. Ohne dass die Jungs das merken. Also beim Hacker ziemlich schwierig, oder? Nö. Kommt natürlich auf einen, ob derjenige was drauf hat. Aber es gibt noch Leute, die sich Decker schimpfen und naja. Nichts drauf haben lassen. Richtig. Den Anknopf gefunden haben wir erfolgreich. Ja, das kriege ich auch hin. Also einen Anknopf finde ich. Ja, schreit's aber nicht, ich bin Decker. Nö, mit der Scheiße habe ich nichts zu tun. Nur siehste. Nein, aber damals, als ich noch auf der alten Matrix gelernt habe, aus Glasfaser, da hat man mir das ganz schnell ausgetrieben, dass man Sachen wreckt. Das hat keinen Stil. Ich hätte da eine sehr, sehr strenge Hand, die mich da geführt hat. Ja, offensichtlich nie streng genug, bis ja nichts gewachsen. Und die Ohren sind auch nicht so lang. Ich habe gesagt, geführt, nicht gepflegt. Ja, den Ohren hat sie sich auch nicht gezogen, so klein wie die sind. Nee, die hat auch längere. Gut. Wir bauen unser Gemisch zusammen, übrigens. Nur für den Fall. Das dauert ja jetzt alles ein Weilchen, ne? Jojo. Dude. Ja, führen gerade Männergespräche beim Kartoffelschälen. Und das ist ein total toller Schnitt, den der mir macht. Ah nee, warte, da ist jemand. Monster Trucks, Titten. Genau. Hallo, er sagt das ja auch falsch. Wir schälen ja nicht nur Kartoffeln, wir machen ja Alkohol. Das ist schon wesentlich männlicher. Junge, 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 ich komme heute nicht auf deine tiefere Stimme klar, muss ich sagen. Wenn du das sagst, dann nehme ich das fast ernst. Wie ist meine Stimme tiefer? Weiß ich nicht. Okay. Wirkt ein wenig. Es kann sein, dass die ein bisschen belegt einfach, ist. Ja, ich glaube einfach, dass die Eier in-game sich out-game transferiert haben und direkt der Kehlkopf bis oben hin deswegen verdickt wurde. Das erklärt auch, warum ich mich so gut fühle in letzter Zeit. Bin ich voll der Oberpimp. Also ihr schält Kartoffeln. Ja. Gut. Auf männliche Art. Sehr männlich. Wir trinken aber mit Bier. Mit einer Kettensäge. Ja. Wie dem auch sei, sobald wir quasi damit fertig sind, ganze Kartoffeln zu schälen, würden wir quasi die Maische ansetzen. Und dann Alkohol brennen. Bup, bup. Beziehungsweise gären lassen. Ich wollte gerade sagen, so einen Augenblick braucht der Hefepilz. Ja. Kein Ding. Ihr setzt die Eische an und dann wird das jetzt halt vor sich hin dödeln. Er hat Eische gesagt. Ich bin so lustig. Das stimmt. Ja. Nicht. Ja. Ja, würde ich sagen, stehen wir dann vor dem großen Pott, stoßen dann mal mit dem gerade passenden Bierchen auf das gelungene Werk an. Jo, siehst du? Und du bist hier der Experte, wie lange muss das jetzt ziehen?
Ja, es wird ein paar Tage dauern. Gut. Ja, dann, heute ist Donnerstag. Ja, die neue Woche können wir mit was begrüßen. Oh, läuft. Verzeichnet. Wir sollten vielleicht Jojo nicht informieren, weil wenn die ihrem Bruder davon Bescheid sagt, haben wir davon nicht mehr viel. Da wird direkt verzollt. Wir machen erstmal die Qualitätskontrolle. Das ist ein guter Plan. Gut, währenddessen, was tun wir denn dann? Gute Frage. Weißt du, wo ich schon lange nicht mehr war? Wo warst du lange nicht mehr? In einer gewissen Kneipe, in der man sehr viel trinken kann. Allerdings, ich weiß gar nicht, ob du da rein darfst. Der Wirt schmeißt dich bestimmt raus. Ach, der ist betrunken. Der ist bestimmt betrunken. Ich frachte den Zwerch ins Auto und dann fahren wir quasi in den Laden. Den Namen vergessen, verdammt. Den Grimm-Schnitter, ja. Grimm-Schnitter, genau. Wieso soll meine ich Leber. Da nicht reinlassen? Das ist ein Kind. Ja, erstens nein und zweitens na und? Ja gut, stimmt allerdings. Also ich meine, Junge, da ist jeder willkommen. Hauptsache er kann saufen. Jo. Und wenn meine er nicht Leber. Kann, dann hat man, dann ist er auch willkommen. Die sind da echt. Der wird jetzt auch mal, dann wird der Zwerch mal, oder quasi Gnom, wie er mir gerade erklärt hat, auf Herz und Nieren geprüft, was das angeht. Oh, habe ich jetzt echt dieses Gespräch verpasst? Mhm. Na, ja. Juti. Ja, wir haben uns es war ein sehr männliches Gespräch. Ich habe ihn fertig gemacht, weil er nicht muskulös genug ist. Warum bist du eigentlich so klein, weil ich ein Zwerg bin? Du bist kein richtiger Zwerg, nee, ich bin Gnom, Ende. Nee, eigentlich anders, aber ja, passt. Sehr gut, ihr fahrt in Grimm-Schnitter. An der Wand, also nein, anders, die eine Wand ist keine Wand mehr. Das ist einfach inzwischen ein riesiges Gemälde von Narnia. Es sind ein paar, also die Wand ist mit so Styropor richtig gut gegen Kälte und Geräusche isoliert. Also das ist immer richtig warm. Und das ist, man hört gar nichts von draußen quasi. Und da sind halt so ein paar Kopfabdrücke, weil das ist die Wand, die direkt neben der Tür liegt. Und wenn die Leute halt richtig gut saufen oder was auch immer die da alles treiben, dann stolpert man ja manchmal durch Narnia. Deswegen ist das dort adäquat angemalt worden. Okay. Alter. Läuft. Das gefällt mir. Ich spüre ja schon ein leichtes Ziehen aus der Lebergegend. Tja, bleibt nicht lange, ne? Die Leber bleibt nicht lange trocken. Da kommen halt zwei Bier auf den Tisch. Und dann geht's los. Alter, Gaban, was ist denn hier los? Das ist Konstantin. Ha! Moin! Das habe ich mich auch gefragt. Was habt ihr mit der Wand gemacht? Denkst du, ich mache hier irgendwas, Alter? Na, irgendwelche Leute haben sich gedacht, lass mal kreativ sein und nüchtern. Also als der grimme Schnitter das rausgekriegt hat, dass sie nüchtern waren beim Malen, da wurden die aber, die haben Hausverbot. Das ist hart. Mindestens so lange, wie er sich dran erinnern kann, also so bis morgen. Morgen. Sehr schön. Ah, sehr cool. Nee, sieht cool aus. Und bei dir alles fit? Naja, ist schon okay. Dann sagt die Alte. Geburtstag hängt mir nach. Eieiei. Aber was will die? Die regt sich schon ab. Lass uns mal über was anderes reden. Zum Beispiel über dich. Ich bin Konstantin. TikTok. Ich sehe schon, ihr seid ausgerüstet. Da kann also heute noch was werden. Yep. Gaban, ich bin froh, dass du dir mal endlich richtigen Umgang gesucht hast und nicht immer mit der Tussi rumhängst. Ja, aber von der Größe hat sich das nicht viel getan. Das ist egal. Überleg mal, was das mit dir macht. Irgendwann fängst du an zu quiefen, anstatt zu furzen, wenn du so weitermachst. Das geht auch nicht. Prost. Prost. Prost.
Da hast du wohl recht. Nee, das ist, mal angenehm. Nicht wahr? Alter. Eid. Sehr schön. Ist die Frau erst aus dem Haus, können die Männer saufen. Ganz meine Rede. Die will ja sowieso nicht mehr so viel saufen. Komische Tuse. Ist da irgendwas falsch dran? Hast du gerade wirklich gefragt, hier Junge, im Grimmschnitt auf das... Frag das nicht so laut. Das ist keine gute Idee. Da kannst du ja Frage, ob etwas am Saufen falsch ist. Nee. Siehst hat er, das ist ja die richtige Frage. Okay, genau, da, oder? Da habe ich mich wohl verhört. Das putzt mal die Ohren durch. Aber das ist gut, wenn die Weiber nicht so viel saufen. Die haben da überhaupt keine Kontrolle. Die werfen sich ja dann den nächstbesten Wüstling an den Hals, weißt du? Wenn die saufen, hast du die nicht mehr im Griff. Das ist nämlich das Ding. Lachst du? Naja, klar. Wenn die an ihrem Weiberabend ein Prosecco zu viel haben, keine Ahnung, wo die da noch hinziehen. Also ich habe meine Alte eingeschlossen. Hier ist der Schlüssel. Das war gar nicht mal dumm von dir, würde ich sagen. Außerdem kann sie dir da nicht über den Weg laufen, zufällig. Ach, was soll die denn dann machen? Links, rechts, einer an der Schelle oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was deine Frau mit dir tut. Das merke ich doch ja nicht. Okay. Schön. Ah, Gott. Sie macht immer noch Zwergenaufstand quasi, weil wegen der kleinen Lappali oder was? Ach. Du weißt doch, wie die sich haben. Ja, eben. Ich hab gefragt, was ist denn jetzt? Und die sagt, na, wenn du das selber nicht merkst. Und ich hab gesagt, ja, mag ich nicht, da kommen wir wohl nicht weiter. Und dann bin ich wohl eher gekommen. Oh Gottchen. Wenn sie nicht mal das Maul aufkriegt, da kann auch keiner helfen. Ja, eben, was will die eigentlich? Die soll noch mit dir reden und so. Das ist doch so, ne? Ich meine, die reden doch den ganzen Tag. Ey, ich hab ihr echte Blumen geschickt. Und Schokolade. Die muss doch auch mal zufrieden sein. Ich weiß gar nicht, was die an dir hat. Das ist es nämlich. Aber weißt du, warum die Frauen so viel reden? Weil sie immer diese fruchtlosen Diskussionen führen. Da kannst du stundenlang reden, ohne dass du irgendwo hinkommst. Das stimmt. Das ist wahrscheinlich Hobby von denen oder so. Existenzgrundlage. Die schaffen so die Daseinsberechtigung, weißt du? Wenn die aus allem immer ein übelstes Thema machen, dann glaubst du am Ende selber, das wäre wichtig, darüber zu quatschen und sich Gedanken zu machen, was weiß ich, über einen Badvorleger und dessen Farbe und Beschaffenheit, weißt du? Aber wenn du irgendwann merkst, das ist ja eigentlich scheißegal, dann gibt's ja keinen Grund mehr, dir eine Alte zu halten. Und das wäre ein Problem, weil wo sollten die denn dann hin? Anfangen zu arbeiten oder was? Wie viele Friseure braucht man denn? Gott bewahre. Es gibt noch Kindergärtnerinnen. Ja gut. Aber ich weiß nicht. Das Ding ist doch, ich weiß auch überhaupt nicht, wann das aufgekommen ist, aber eigentlich ein echter Russe lässt doch seine Frau nicht arbeiten. Ich glaube, das kam mit den ganzen Konzernen. Ah, das kann sein. Ich meine, was kannst du stehst da sofort da, als würdest du der Alten eine spieten können, wenn die anfängt, irgendwie arbeiten zu wollen. Das ist deren Selbstverwirklichungsgedöns. Plötzlich denken die, wären was wert. Ja, da sollen sie sich mit Baumharz einreiben und Bilder malen oder so. Baumharz? Was weiß ich, was sie da machen? Da sollen sie Medikamente 700:1 verdünnen und sagen, das bringt jetzt noch mehr. Keine Ahnung. Du musst es einfach nur an dem Heilmittel vorbeitragen, dann ist das schon wichtig, richtig. Na klar. Oder ich muss einfach 700 mal so viel nehmen.
Selbstverwirklichung, Alter. Selbstverwirklichung. Kinder kriegen und aufziehen ist das nicht, was sie sich verwirklichen können. Ja, aber oft kriegen sie nicht mal das hin. Ich meine, schau ihn dir an da. Der ist nicht mal so groß gewachsen. Stell dich nicht Junge, so an. Junge, das ist total scheiße, wenn immer der ganze Urkrassismus hier umgeht, Alter. Kacke. Ja, eben, immer sind diese... Wir sind ja die Liebsten und Besten der Welt, also wir Orks, wir haben ja auch keine Vorurteile. Alter, hast du gesehen, das ist ein Elf aufs Maul? Ich mag gar keine Elfen. Aber, wo du hier gerade rumstehst und über die Tischkante gucken möchtest, kannst du eigentlich auch mal zum Tresen gehen und ein neues Bier bestellen. Meine eine, ey. Aha. Na, dafür bin ich noch heute hier noch. Husch, husch. Ja, hol ich mal Bier und gucken, was noch also an Flaschenware da ist. Stimmt, der Laden ist echt kacke. Weil, also ich meine, es gibt ja keine Bedienung. Das heißt, das ist ja alles in dem Regal. Aber das Regal ist tatsächlich für dich unerreichbar, außer unten die guten Sachen, für die man sich gerne mal bückt. Also so die Richtung. Terpentin. Amarcon. ja, doch. Also, so, weiß ich nicht, halt. Waldgeist Ananas. Verbrechen in Flaschen, ja? Ja, Rape on the Beach ist auch so ein gutes Ding. Alter, was ist denn ein böser Abend? Das ist ein sehr böser Abend. Was ist denn ein Rape on the Beach? Alter, das ist wie ein Sex on the Beach, bloß du lässt den ganzen Scheiß weg und tust mehr Schnaps rein. Aber es ist, das ist ohne Einwilligung, sagt sie. Ohne Einwilligung. Naja, Moment, Einwilligung ist immer so eine Sache. Das ist ein Sex on the Beach, den du nicht freiwillig kriegst. Es ist halt wie Sex on the Beach, bloß härter. Ach so. Das ist halt knallt. Alter. Kannst du da nicht irgendeine Flasche Wodka einfach? Na, da kommst du vermutlich nicht ran. Scheiße. Ist eine Kindersicherung. Ach kacke, warte mal, die Bierkästen standen einfach irgendwo auf dem Boden rum. Na gut, du kannst ja einen Bierkasten holen und dich draufstellen, easy. Ja, mach ich. Da kommst du zumindest an Wodka und so einen Scheiß ran. Ja, nehm ich. Gut. Ich sehe schon den Alkopop Pomelo Spinat, ey. Der Smoothie für den Herrn. Das trinkst du bei Evo. Ui. Der Smoothie für den Herrn ist ein Bier. Das ist schließlich ein Hopfen-Smoothie. Mit Leberwurstgeschmack. Ein Hopfen-Smoothie. Ich schmecke ein leichtes Bouquet von Teewurst. Ja, schön. Ja, dann serviere ich mal die Getränke. Wohlbekomm's. Jo, gleichfalls. Würde ich sagen, nicht wahr? Ja, und wehe, der Wodka schmeckt nicht. Ich bin darüber, dafür bin ich hinausgewachsen. Okay. Ach, das merkst du bald nicht mehr. Juli. Ja, er hat ja eine ganze Flasche mitgebracht, wenn ich das richtig gemerkt habe. Ja. Yep. Alter. Spare ich mir das Laufen. Die kann man ja wieder zurückstellen, wenn sie noch, weißt du? Eben, es geht. Oder auf dem Tisch stehen lassen und dann irgendwann kommt irgendein Besoffener vorbei und schmeißt seine Kippen rein oder so. Das ist ja eigentlich der normale Move. Ich frage mich immer noch, wie dieser Laden sich hält. Wie, hast du nichts gespendet? Also ich schon, als ich was geholt habe, aber jetzt wäre ich. Also viele Leute dort spenden mehr als einen Einkaufspreis. Ich werde, wenn wir rausgehen, spenden, dann merke ich es nicht mehr. Sehr schön. Du wirst jetzt auch keinen Unterschied machen. Hoch die Tassen. Ei. Ich würde sagen, auf einen erfolgreichen Männerabend. Jawohl, ja. Nicht wahr? Sag mal, weißt du eigentlich, was da schon wieder los ist in der Zone? Konstantin. Ja, ich kann dir jetzt sagen, das kommt aus fucking L.A. Die Wichser.
dummen Scheißwichser, Alter. Die denken, die trennten und dann machen sie es auch noch wirklich. Weißt du, wir hatten eine lange, lange, schöne Zeitperiode, wo die Muschis rasiert waren. Aber jetzt ist wieder Bikini-Zone innen mit ein bisschen gekräuselt. Ich weiß nicht, wer sich's ausgedacht hat. Wirklich nicht. Vor allen Dingen, auf der einen Seite sagen sie, Elfen sind schick, da ist ja nur ja nichts. Und auf der anderen Seite kommen sie mir jetzt mit sowas. Alter, ich war im Puff und da war ein Drittel, der war einfach behaart wie Icke. Das ist einfach widerlich. Es ist sehr interessant, allerdings die Zone meinte ich nicht. Hm? Ich meinte, dass in Dings hier hinter der Mauer. Herr Dönskoy. Jo. Na. Ich sag mal so. Also, du hast da heute ganz schön Durst, ne? Ja. Und die haben ganz schön Hunger. Das hab ich irgendwie mir gedacht. Na, war auch gar nicht so schwer. Das ist auch gar nicht so nett, eigentlich, würde ich mal behaupten. Ach, komm. Jetzt tu doch nicht so, Alter. Ich meine, dort pumpst du doch nur rein. Also du genauso wie ich. Dort wird ja nur Nahrung reingeschafft. Die haben ja keinen funktionierenden Kreislauf, die haben keine Wirtschaft und dort passiert doch nichts. So. Schon, aber ich bezahle eigentlich gar nicht so viel rein. Ach so? Ach so, hast du keine Mehrwertsteuer? Ja, gut. Aber, ne? Ja, auch es so. Sind immerhin, okay, es sind halt auch, es sind zwar auch ein paar Elfen da drunter, aber das meiste sind ja Orks und so. Das ist halt, ne? Nee, das meiste sind immer noch Menschen. Ja. Es sind schon sehr viele Orks. Und, naja, klar, aber ich meine, gucke da mal. Willst du, dass es 40% teurer wird für dich? Oder müssen ein paar andere mehr Hunger haben? Mehr Hunger ist ja noch okay, aber zu viel Hunger ist auch nicht gut. Ach, was ist zu viel Hunger? Das Ding ist doch einfach, wenn die auch fünfmal so viel fressen. Wie jetzt fünfmal so viel fressen? Also ich meine, die fressen ja nicht fünfmal so viel, die verteilen das wahrscheinlich nur schlecht. Na doch, weil die ja alle noch 6 Plagen haben. Ja, aber das sind ja, also, ne, gerade Kinder und so weiter, das sollte man ja wirklich mal so, die soll man ja nicht hungern lassen, finde ich. Also fände ich nicht in Ordnung. Na, dann musst du ein bisschen was hinschaffen. Ich meine, du denkst doch nicht, dass sie dort die übelste Wohltätigkeit ausrufen. Nee, aber genug zu essen sollten sie schon haben. Also nicht, ne, du weißt schon, nicht zu viel, aber soll ja nicht dick werden da drin. Das will ich ja gar nicht. Die Leute, die immer rausgeschafft werden mit dem Bus, um dann irgendwas zu machen, was weiß ich, Dorfstechen. Oder wofür sie die Leute holen, vermutlich Chemiefabriken und so einen Kack, ne? Eben. Die kriechen ja auch. Bisschen weniger als vorher, aber die kriechen ja auch. Okay. Und für den Rest bleibt die Franzosen-Diät. Ja. Hast du nichts, kriegst du nicht, oder was? Will kein Brot, dann sollst du Kuchen fressen. Ah. Aber wir waren ja halt klug und haben diese Mauer gebaut, sodass Kinder rauskommt und irgendwelche Köpfe abpacken will. Wir haben den Franzosen was voraus. Ja. So, er sagt, die Russen werden dumm. Sind die Franzosen ja schon mal drauf reingefallen, ne? Jeder kam her und hat sich eine Schelle abgeholt. Jupp. Das stimmt. Ob es der Franzose ist, der Deutsche oder der Moslem. Ja, alle waren's. Dann würde ich mal sagen, auf München, Russland. Ja, Prost, nicht wahr? Sag Ding vernünftig. Eben. Ich gucke ihn mal kurz an. Warst du überhaupt Russe? Er spricht akzent- und dialektfrei. Okay. Dann weiß ich das gar nicht. Okay, dann ist er natürlich Russe. Dann nehme ich das so hin. Und die Stadt, wo du gehört hast, dass es bei ihm gekracht hat, die war ja auch in Russland. Alles gut. Sehr gut. Dann werde ich das niemals anzweifeln, nicht wahr? Genau. Außer wenn Dr. Baryshnikov auf ihn zukommt und sagt, Bruderherz! Mäp.
Upala. Scheiße, du warst Einzelkind. Mist. Ja. Cool. Aber vielleicht ist das der verschollene Bruder, von dem ich nie was wusste. Cool. Bei der Geburt getrennt. Ja. Zwillinge. Würde auf jeden Fall auch dafür sprechen, ne, was seinen guten Computervirus angeht. Wo muss das ja herkommen? Würde auch dafür sprechen, dass du so klein bist, wenn Zwerge, also ich meine, in so einer Zwergenmutti ist ja nicht unendlich viel Platz. Stimmt. Ich merke, der Spielleiter brütet einen Adventure-Hook an, aus. Oh Gott, nein. Schade. Das wäre eine witzig. Wendung, die sehr interessant wäre. Und witzig. Ich hab so schlechte Erfahrungen mit dem Einbringen von irgendwelchen Familienmitgliedern gemacht, dass, Das endet meistens tödlich? Nee, es endet meistens so. Ah ja, du bist Bruder, dich habe ich ja echt 15 Jahre nicht gesehen. Oh ja, so Spielleiter, was machen wir denn jetzt? Kommt da noch was? Oh, fick dich. Nee, keine Ahnung. Vielleicht. Irgendwann. Hey, ich guck gerade Supernatural. Ich bin gerade in so einer familiären Bruderstimmung. Die Referenz kenne ich nicht. Tut mir leid. Ich auch nicht. Aber du kannst dich ja auch ins Kloster begeben oder so und da hast du auch echt viele Brüder. Und Schwestern. Oh. Solange ich den Schrankdienst nicht machen muss. Bruder. Der Neue macht den Schrankdienst sowieso immer die ersten 6 Monate. Tja, Arsch zusammenkneifen und durch, oder wie? Nee, eher Arsch offen und dann. Mist. Aber du kannst natürlich auch den Mund offen lassen. Denn du weißt ja, es bringt nichts mit dem Arsch an der Wand zu schlafen, wenn der Mund offen steht. Ich krieg gleich Schnappatmung. Diese ganzen Newton-Wortspiele, ja, also das sind ja neue schöne Sachen. Ich bin froh, dass ich noch was lernen kann. Kennst du es nicht? Ja, offensichtlich. Ha. Ich bin ungebildet und dumm, das weißt du doch. Das stimmt, aber... jetzt weiß ich auch warum. Ich habe den Spruch nämlich bei der Bundeswehr kennengelernt. Ja, siehste. Ich wurde nämlich damit quasi morgens um 4 Uhr von meinem Feldwebel geweckt. Wie jeder andere in meinem Zimmer auch. Von welchem Teil deines Feldwebels? Vom Gesicht. Ja. Ja, da lag da die Fleischpeitsche mal locker über die Schulter, da wusstest du Bescheid. Nee, den Schwanzer Geil kenne ich woanders, ja. Das ist eine andere Geschichte. Also Leute, ihr trinkt noch ein bisschen was? Jo. TikTok hat die ausufernde Diskussion zum Glück entschärft. Irgendwann geht die Tür auf. Und da kommt so eine Ende 40-Jährige. Scheint geliftet. Hochsteckfrisur. Blondiert, aber nicht ultra. Halt so ein Hausfrauenblond, nenne ich es mal. Straßenköterblond. Ha! Aber auf jeden Fall halt gefärbt, weil die ist ja so. Einigermaßen schicklich bekleidet, auf jeden Fall unpassend für einen grimmen Schnitter. Ein paar Leute drehen sich um, das heißt, irgendwann dreht sich auch Konstantin um, dann klappt ihnen der Mund auf, dann landet die Kinnlade auf den Tisch, dann durchbricht sie ihn und dann nähern sie sich dem Erdkern. Oh, sie hat den Ersatzschlüssel gefunden. Ganz offensichtlich. Konstantin. Ich bin ja gerade mit meinen Freunden innen trinken. Was bist denn du jetzt hier alle so abgeladen für dich? Was ist denn hier los? Kommst du mal bitte. Leute, ich guck mal ganz kurz. Ich wimmel die mal schnell ab. Und dann geht's hier aber weiter. Im Kreis und auch im... Kommst du bitte? Moment. Ich kenne ihren Vornamen, richtig? Ich glaube nicht, dass er ihn jemals genannt hat. Okay, ja gut, er hätte es immer nur Alde genannt. So kann ich sie aber nicht ansprechen, schade. Ach Alde, was ist da los? Ich guck sie einfach nur an. Ihr könnt euch auch gerne setzen. Sie guckt kurz auf einen Stuhl. Dann guckt sie auf dich und ihr beide seid auf jeden Fall auf einer Stufe mit einem Haufen Kot feucht. Ja, da geht dann, ich will mal ganz kurz, ich komme gleich wieder, Freunde.
Bleib tapfer. Tu dir keinen Zwang an. Die Alte wollte jetzt was zu hören kriegen, dass sie hier überhaupt, dass sie... Ja, ja, klar. Mit ihr vor die Tür. Und ich wette, den nächsten Schnaps, dass er nicht wiederkommt. Und ward nie wieder gesehen. Gut, dass du das noch gesagt hast. Meine... Ja, das war mir schon vorher bewusst. Na gut, ich hole da mal Schnäpsel, ja, bezahle die Zeche quasi mit einer guten Spende und gehe weiter zurück. Und ja, das geht dann halt weiter getrunken. Konstantin kriegt noch eine Nachricht, irgendwann mal so ein bisschen verzögert. Auch ich sende sie halt jetzt schon ab, aber sie soll erst verzögert bei ihm ankommen. Von wegen, na? Was ist da los? Fragezeichen. Na, immer muss die Alte doch so, ja, die wird doch überfallen und dann bitte dir Taschengeld weg, da liegt sie mir ewig in den Ohren, Alter. Das ist eine Sprachnachricht übrigens. Da muss ich mal ganz kurz E-Mail bringen, die findet sich doch überhaupt nicht zurecht in der Großstadt. Die kennen nur einen Weg zum Manigüren und Dings, Alter, da muss kurz erledigt werden. Aua. Na dann. Dann ist ja alles gut. Ich merke schon, er hat zu Hause immer das letzte Wort. Jawohl, mein Schatz. Klock. Das war die Hacken. Ah, das ist ein ganz lieber. Der ist cool. Sind die alle, aber... Manchmal muss man auch dazu stehen, dass der Pantoffel beim Kreis, dann ist das nicht ganz so erbärmlich. Junge. Also rede nicht so über meine Freunde. Ich hab dir gerade zugestimmt, dass der nett ist. Gut, mehr wollte ich auch gar nicht gehört haben. Ja, nee. Ja. Den könnten wir eigentlich auch mal eine Flasche vorbeibringen, wenn das da ist und fertig ist. Ja. Mal eine Gruppenverkostung machen. Ja, ich kann es an der Qualitätsware liefern. Ja, natürlich. Also, der kriegt nur das Beste. So ist es. Eben. Oh, ich bin aber auch ganz schön müde. Ich weiß ja nicht, wie es mit dir ist. Oh, langsam habe ich eine gewisse Schwere im Ballasttank. Eben, das meine ich. Ist ja auch schon schwer. Genau. Ja. Also. Kommst du selber nach Hause oder muss ich dich fortfahren lassen? Ich bin schon immer mal nach Hause gekommen. Das ist gut. Ich habe es nämlich von hier nicht mehr allzu weit, deswegen wäre ein bisschen umständlich, dich nach Hause zu bringen. Du hast es von übelst weit. Du wohnst nicht mehr in Dornskoy. Das ist richtig. Mist. TikTok wohnt ziemlich nah bei dir, also. Ja gut, dann kann ich hier noch mitmachen. Ich habe das nur voll verplant. Ich setz dich ins Auto. Scheiße, stimmt. Moment, ich wohne doch in deiner Nähe, ich kann nicht mitnehmen. Na Juli, dann spare ich mir den Weg. Sehr gut. Gelaufen hättest du den eh nicht gekonnt. Also dann wärst du morgen nicht angekommen. Alter! Ja, du hast halt kleine Schritte. Aber fixe Füße. Das ist ein verdammt weiter Weg. Und du hast fixe Reifen. Ich mach den Autopiloten an, dass der aus nach Hause fährt. Dann gehe ich an die Minibar und hole noch zwei Dosen Bier raus. Für die Fahrt. Wegbier. Du gehst an die was? An die Minibar, sprich die Seitentasche oder so. Ah ja. Das ist ein selbstfahrendes Auto, das hat ja wohl irgendwo... Ne. Du fährst keine Limousine, Freundchen. Nee, ich meine... Das ist ein Rover. Ja, das war mir schon klar, dass es keine richtige Minibar gibt, aber es gibt Staufächer und die sind voll mit Bier. Na okay, siehst du. Dann, okay, die Minibar, das habe ich jetzt verstanden. Siehst du? Die Minibar des männlichen Mannes. Ja, ohne Scheiß. Wer von uns würde das nicht tun, wenn er ein selbstfahrendes Auto hat auf dem Ball, also, und nicht mehr fahren müsste und nicht nüchtern sein müsste, um dieses Auto zu fahren?
laut Gesetzeslage, wer würde dann quasi nicht in seinem Handschuhfach Bier liegen haben? Ist ein Argument. Das ist so... Ich wüsste keinen. Das Problem ist, dass man so häufig dann pissen muss bei längeren Strecken. Ja, bei längeren Strecken, aber auf dem Weg nach Hause, was geht. Na gut, das stimmt schon. Wir haben ja nicht alle eine Mädchenblase. Zur Not, setzen wir uns einen Fäkalienbehälter ein. Aha! Den hätte ich mir auch sofort besorgt. Statt einen Schmuggelbehälter, einen Fäkalienbehälter im Auto. Ja, natürlich. Nee, wie so ein Auto. Schlafregulator, Fäkalienbehälter und mein Leben wäre schön. Oh ja, Schlafregulator war eine tolle Sache. Gut. Ihr fahrt zurück und ihr kommt daheim an. Daheim. Sehr schön. Dann schmeiß ich den Typen raus und war nach Hause. Schreib noch einen schönen Abend hinterher. Gleichfalls. Penis Garage, she makes things so very convenient for me. She's my all night penis garage, penis garage, penis garage, penis garage, penis. Vom Kindermord zum Männerabend. Das ist doch schön. So ein Männerabend, wo man Kartoffeln schält. Männlich. Aber na gut, wenn man den Skill hier was schon Schnapsbrennen hat, also Wodka, dann da muss ja auch das passieren, das ist ja ganz klar. Easy. War jetzt nicht so viel, also doch, so ein bisschen der arme Grenzer, tut mir natürlich ein bisschen leid. Aber ich find's schön, dass Kaban ihn hammerhart und direkt verteidigt hat. Wie ein echter Bro. Das hier fällt mir. Die Musik ist von Lamprey mit Parasite auf dem Album The Greener Grass und The Cheese Mites mit Cheese My All Night Penis Garage. Das Videobild ist von Evil Team mit Doomsday. Aller Recht auch scheiß in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal, ihr kleinen geilen Mills Bros. Also, nächstes Mal kann ich schon mal anmerken. Notiz, Block und Stift bereitlegen. Da wird auf ihr Passwort mitgeschrieben.